Hallo zusammen und willkommen zurück hier zum Saisonfinale bei Let's Play Grand Prix 2. 15 von 16 Rennläufen sind absolviert in unserer Saison. Ja, und jetzt steht der große Showdown im Down Under in Australien in Adelaide für heute auf dem Programm. Rudi Renser mit Bertrand Bleifuß, unsere beiden Fahrer haben beide noch realistische Chancen, Fahrerweltmeister zu werden. Und ich muss an dieser Stelle eine kleine Korrektur vornehmen. Ich habe beim letzten Mal einen kleinen Rechenfehler drin gehabt. Ich habe gesagt, wenn Bertrand Bleifuß gewinnt und Rudi Renzemmel Zweiter wird, dann wird Bertrand Bleifuß Weltmeister, weil er mehr zweite Plätze hat. Das ist so nicht ganz korrekt. Denn, also identische Anzahl an Rennsiegen hätten sie dann, wenn Bleifuß gewinnt, Renzemmel Zweiter wird. Punktgleich, gleich viel Siege, gleich viel zweite Plätze. 1, 2, 3 und hier würde dann ein Zweier stehen. Und Kollege Bleifuß hat ebenfalls 4 zweite Plätze, dann zählen die dritten Plätze, ja, Renzemmel hat einen, Bleifuß hat einen und dann zählen die vierten Plätze, ja, und da hat der Bertrand Bleifuß einen aus Pacific und Rudi Renzemmel keinen. Absolut irrwitzige Konstellation, liebe Freunde, ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemals nach allen Rennen der Saison bei Punktgleichheit die Anzahl vierter Plätze entscheidet, wer Fahrerweltmeister in der Formel 1 wird. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass sowas jemals gegeben hat. Dass mal Punktgleichheit war und so und dass man gesagt hat, wer hat mehr Rennsiege und so, okay, ist ja in Ordnung. Dass es da vielleicht noch einen Gleichstand gibt, okay, kann mir auch noch einleuchten. Dass dann die Anzahl zweiten Plätze entscheiden, okay, aber what the fuck, mal ganz ehrlich, Freunde, wie zur Hölle kann es sein, dass wir jetzt diese Konstellation hier haben, dass die Anzahl vierte Plätze quasi entscheiden, wer Fahrerweltmeister wird. Wer hätte denn das gedacht? Also da hätte man bei dem englischen Buchmacher eine Traumquote bekommen für diese Vorhersage. Aber gut, man sieht mal wieder, nichts ist unmöglich. Wir springen ins australische Adelaide auf diese 3,8 Kilometer Rennstrecke, wo sich alles entscheidet, wer 94 Weltmeister wird. Auf diesem Kurs ist das letzte Mal 95 gefahren worden und ja, hier wurde 94 Michael Schumacher ja Weltmeister zum ersten Mal in seiner Karriere. Gewonnen hat allerdings ein anderer dieses Rennen und zwar hat hier der Altmeister Nigel Mansell gewonnen, der ist auch auf Pole gestanden. Und im Rennen, also Schumacher hatte einen Punkt Vorsprung auf Damon Hill, auf seinen Kontrahenten. Hill hatte in Suzuka gewonnen, hat 10 Punkte eingefahren und hatte den Vorsprung auf einen einzigen Zähler zusammenschmelzen lassen und Michael Schumacher musste hier quasi vor Damon Hill ins Ziel kommen, wenn sie beide in den Punkten kommen sollten, beziehungsweise ja, so in etwa. Schumacher hatte zwar mehr Rennsiege, also aber um sicher Weltmeister zu werden, musste er vor Damon Hill ins Ziel kommen und es gab zwischen den beiden Kontrahenten hier eine Kollision auf dieser Strecke. Schumacher war raus, konnte nicht mehr ins Renngeschehen eingreifen und Hill konnte erstmal weiterfahren. Und ist dann allerdings bei einem Boxenaufenthalt ist festgestellt worden, dass bei ihm die Radaufhängung gebrochen ist und dann konnte er nicht mehr weiterfahren. Und das führte dann natürlich dazu, dass Hill keine Punkte holen konnte. Und demzufolge hat der Vorsprung von Michael Schumacher ein einziger Zähler ausgereicht, um hier einen Weltmeister, also den ersten Weltmeistertitel seiner Karriere einzufahren. In Summe waren es am Ende ja dann 7, aber gut, die Geschichte kennt, denke ich, jeder. So, jetzt geht's ab. Rudi Renzemmel beginnt die erste Runde Qualifying. Erste Schikane einigermaßen gut erwischt. So, jetzt bloß nicht übertreiben, bloß nicht zu schnell fahren, nicht so weit auf den Abweiser, ansonsten kostet das auch gleich wieder eklatant viel Zeit. Bis jetzt sieht es gefühlstechnisch gut aus, würde ich sagen. Sektorzeit 26,7 ist okay. So, und jetzt kommen wir zur langgezogenen Geraden, wo meiner Meinung nach eigentlich die einzige Überholmöglichkeit hier ist auf dieser Strecke, also die einzige seriöse Überholmöglichkeit, ohne dass man Gefahr läuft, sich das Auto nachhaltig zu beschädigen oder jemand abzuschießen, wovor ich ehrlich gesagt großen Schiss habe, weil ich muss für meine beiden Fahrer, die haben es beide verdient, natürlich Vollgas fahren, da ist von wegen jetzt nichts, nicht Angriffspakt oder sonstiges, nee, ich muss für beide Fahrer attackieren, was bedeutet, ich muss meine eigenen Fahrer attackieren und hab da natürlich ein latent hohes Unfallrisiko, ne? Ist ja klar. Und was passiert, wenn ich mich hier abschieße, wenn wir unsere beiden Fahrer an die Wand schicken oder sich gegenseitig rauskatapultieren? Ja, da kenne ich einen, der freut sich. Das ist David Coulthard. Also ich stecke hier so richtig in der Zwickmühle, in der moralischen.
Ich darf hier weder langsam fahren noch sonstiges, sondern ich muss mit beiden Fahrern eigentlich volles Rohr geben. Huch, was war denn das? Um Gottes Willen. Freunde, das war jetzt, das war jetzt spannend. Wer ist denn das? Michael Schumacher davon, oder? Da habe ich die Fünfer auf dem Auto gestanden. Das müsste Michael Schumacher gewesen sein. Auf jeden Fall fahren die sehr, sehr langsam. Vermutlich sind die von ihrer schnellen Runde gekommen, die gerade zurück. Sind gerade auf ihre In-Lap zurück in die Box. Aber ihr seht schon, Schumacher kommt ja zum Beispiel auch nicht vorbei. Man kann ja auf dieser Strecke echt kaum überholen. Ausnahme hier diese lange Gerade, die wir gerade ansteuern. Die lange Gerade, die wir gerade ansteuern. Ja, genau. Sehr schön. Naja, aber mich nimmt die ganze Kiste hier extrem mit, muss ich ehrlich sagen. Ich kann mich auch selten daran erinnern, dass am letzten Rennen zwei Teamkollegen die Chance hatten, Weltmeister zu werden. Gut, das war 2010. Kollege Webber und Sebastian Vettel, also Mark Webber und Vettel bei Red Bull damals, die sind beide um die Weltmeisterschaft gefahren. Oder 2007 Fernando Alonso und Lewis Hamilton, damals bei McLaren Mercedes. Ja, aber ansonsten kam, denke ich, lange nichts. Da kam lange nichts. Da geht es fast schon zurück an die späten 80er, frühen 90er. Diese legendären Duelle Ayrton Senna gegen Alain Prost. Die haben sich ja auch immer voll gegeben. Ne? Die sind sich teilweise auch gegenseitig in die Karren gefahren. Also als Teamchef hätte ich da, glaube ich, graue Haare bekommen bei den zwei Kollegen. Ja, aber es ist nicht immer gut, wenn du die Top-Fahrer im Team hast, ne? Wenn sie dann wirklich Konkurrenten sind. Also ich bin auch gespannt, wie das mit Ferrari, Kimi Räikkönen und so weiter geht. Oh, super, jetzt haben wir natürlich die Schnarcher vor uns. Das ist jetzt keine faire Runde hier, keine faire Qualifying-Runde für Bertrand Bleifuß. Da hat er jetzt natürlich Pech gehabt, dass er mitten im Verkehr steht. Das ist jetzt echt blöd gelaufen. Ich hoffe mal, es hat nicht allzu viel Zeit gekostet. 15, 16, oh doch, es hat Zeit gekostet. 19, 2, mein Gott. Ja, schaut euch das an. 1,7 Sekunden langsamer als Pole. Ach gut, das hat jetzt keine 1,7 Sekunden gekostet. Aber gut, das ist Pech. Das ist einfach Pech. Aber die KI kommt nicht ran an unsere Rundenzeiten, wenn ich mir das so anschaue. Ja, und Michael Schumacher steht hier überhaupt nicht. Also der hat wohl keine vernünftige Runde fahren können. 1,23,3. Ja, ist klar, logisch. Er hat einen Kaffee getrunken in der Zwischenzeit wahrscheinlich. Na ja, klar, der hatte die ganze Zeit Verkehr. Also, es sieht so aus. Rudi Rensemmel, der WM-Führende, geht von Pole ins letzte Rennen. Bertrand Bleifuß auf der 2, Damon Hill auf 3, David Coulthard auf 4. Extrem spannend, diese Konstellation. Ja, und habe ich jetzt ehrlich gesagt auch so ein bisschen Schwitze-Schwitze-Händchen, ne? Auch wenn alles nur digitaler Fasching ist hier, aber trotzdem, das finde ich jetzt schon äußerst spannend. Vor allem einfach dieser Druck, ne? Zu wissen, hey, mach keinen Fehler, mach keinen Blödsinn. Oh, was sehen wir in den Augen? David Coulthard nur auf der 5. Das sehen wir natürlich sehr gern. Das ist prima, weil das bedeutet, er kriegt hier 2 Punkte. Supi! Also, die zwei fahren es unter sich aus, ich hoffe ich zumindest. Wir gehen ins Rennen, der Showdown in Down Under in Australien. Es geht los, wir starten ab ins Grid, Startaufstellung. Letztmals in dieser GP2-Serie hier bei uns auf dem Kanal. Und jetzt bitte wenigstens zum Saisonabschluss einen schönen Start. Das wäre schön. Ja, natürlich, Start gleich mal verhaut. Position verloren an Damon Hill, der richtig Gas gibt. Aber zumindest keine Startkollision und nichts. Der Teamkollege ist hinter uns, Michael Schumacher da direkt dahinter. Es ist mal noch nichts Schlimmes passiert, das ist positiv. Aber hey, ich muss das Rennen ja nicht gewinnen, beziehungsweise er hat doch eigentlich so die Schurke. Damit dieses verrückte Szenario greift, muss Bertrand Bleifuß gewinnen. Aber was heißt muss? Das muss er gar nicht. Es ist ja die theoretische Chance, hier was Historisches zu erleben, aber es ist ja kein Muss, ne? Wir können ja genauso gut auf 2 und 3 ins Ziel kommen und dann ist halt Rudi Rensemmel Weltmeister. So, Damon Hill. Er gibt auf jeden Fall richtig Gas da vorne. Ja, aber ich kann ihn nicht attackieren. Ich kann ihn nicht attackieren. Er kommt hier sehr gut raus. Ja, ich muss auf die lange Gerade warten. Ich darf keinen Blödsinn machen.
Und ich muss mich vor allem höchst konzentrieren, hier keinen Fahrfehler zu machen. Heinz-Harald Frenzen an der Box. So, wir sind dran. Sieht gut aus. Ich denke, jetzt auf der Gerade haben wir eine realistische Chance, ihn zu schnupfen. Jawohl. Da geht's dran vorbei. Auf Wiedersehen, Damon. Mach's gut. Gute Reise noch. Platz 1 ist aktuell unser. Ui, da sind wir sehr weit rausgekommen. Aber okay, Damon Hill bleibt hinter uns. So, und jetzt heißt Zeit rausfahren. Möglichst viel Vorsprung rauszufahren. Nichts von wegen Stillhalteparolen oder sonstiges. Zeit schinden. Nee, nee, hier heißt es Vollangriff, volle Granate, Renate. Aber dadurch steigt natürlich auch das Risiko, hier irgendwelche komischen Fahrfehler zu machen und Kapriolen zu veranstalten, wie ich es allzu oft in dieser Saison schon bewiesen habe, dass ich dazu imstande bin. Wo sich der eine oder andere auch schon wieder, ja, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat und gesagt hat, was macht er denn? Was macht er denn für einen Scheiß? Was fährt er denn für einen Stiefel zusammen? Aber nur dadurch ist jetzt diese lustige Situation überhaupt eingetreten, dass hier unsere beiden Fahrer noch Fahrerweltmeister werden können. So, der erste Wechsel steht an zu Bertram Bleifuß, zu unserem zweiten Titelaspiranten in den eigenen Reihen. So, und der Wechsel, jawohl, hätte funktioniert. Ich hoffe, der Kollege hat genug Vorsprung. Ui, Bertram Bleifuß hat einen Platz verloren gegen Michael Schumacher. Das ist natürlich schlecht. Das ist schlecht, weil das kostet noch mehr Zeit. Die Chancen schwinden für unseren Kollege Bleifuß. Rudi Rennsammler 1.19.5, neue schnellste Rennrunde. Und ich verliere jetzt hinter dem Schumacher natürlich noch mehr Zeit. Also ich fürchte, Bertram Bleifuß hat ganz schlechte Karten, hier noch Weltmeister zu werden. Aber gut, uiuiui, Freunde, Fahrfehler, technische Defekte, ne, alles doch möglich. Jetzt habe ich fast dem Schumacher hinten reingerauscht, der hat sich bedankt. Aber vielleicht kriegt man jetzt hier auf der Gerade. Naja, was vorne mit Hill funktioniert hat, sollte doch jetzt auch mit Schumacher funktionieren. Windschatten, jawohl, alles klar, Michel, dankeschön, tschüss, mach's gut. Wir sehen uns später in der Boxengasse. So, und der erste wäre geschnupft, da vorne ist Damon Hill. Und voll Angriff, mein Gott. Ist das spannend hier, wer wird Weltmeister? Von David Coulthard weit und breit nichts zu sehen. Nichts zu sehen. Also David Coulthard offenbar keine Gefahr hier vor uns im Kampf um die Weltmeisterschaft. Erste Schikane einigermaßen passabel erwischt, da vorne ist Damon Hill. Jetzt macht er plötzlich einen großen Aufriss, Damon Hill. Die ganze Saison ist er umeinander gekrebst. Null Performance gebracht und jetzt würde er hier einen auf dicke Hose machen. Das geht ja gar nicht, Freunde. Und wir hängen wirklich im Getriebe von Damon Hill. Und er holt auf, gefühlt auf Rudi Rennsemmel. So, Windschatten. Oh, das war knapp. War ich fast zu langsam. Na, wir kriegen ihn noch. Alles gut. Boah! Damon Hill hat uns hinten reingefahren. Oder ist uns hinten reingefahren. Also das war nicht mein Fehler, Freunde. Tja, Damon Hill, dein Pech. Damon Hill ist raus. Heißt, hinter uns ist Michael Schumacher. Und für David Coulthard natürlich auch ein Platz gewonnen. Aber solange wir vorne sind, kann uns David Coulthard mal überhaupt nichts. David Coulthard muss ja eigentlich fast gewinnen, dass er hier eine realistische Chance hat. Und immerhin ist noch Michael Schumacher hinter uns. Also der gehört halt auch nicht gerade zu den Langsamen. Von dem her mache ich mir da keine Sorgen. So, da ist er da vorne. Rudi Rennsemmel, wir sind dran. Und der Wechsel steht an. Mein Gott, jetzt wo ich überholen könnte, jetzt steht der Wechsel an. Was ist denn hier los, Freunde? Was ist denn hier los? Jetzt jage ich mich selbst und jetzt muss ich mir dann selbst gleich davonfahren. Also das ist ja auch lustig. Das ist ja wirklich schizophrenes Racing hier bei Grand Prix 2. Wer hätte das gedacht? 2, 1 und wir übernehmen. So, jetzt heißt es natürlich wieder volle Granate, Renate. Alles rausholen, was geht. Alles rausholen, was geht. Möglichst schnelle Runden fahren und dabei keine Fahrfehler machen. Bleifuß ist dran. 6 Zehntel hängt uns im Nacken.
Aber wir können ihn schon wieder etwas distanzieren. Sieht gut aus. Ja, ja, jetzt. Er wird kleiner. Er wird definitiv kleiner im Rückspiegel. Wir können uns absetzen und wir brauchen den Vorsprung. Liebe Freunde, der Vorsprung ist so wichtig, weil wir genau wissen, wenn die KI dann übernimmt, dann ist er etwas langsamer. Hinkommen ist zudem das eine, überholen das andere. Ich habe schon gesagt, hier auf dieser Strecke ist Überholen so schwierig. Man kann es eigentlich bloß bei dieser langen Geraden machen, wo wir Devin Hill kassiert haben. So, 1.18.6, neue schnellste Runde. Da konnten wir, ja, über 2 Sekunden draufpacken auf Bertrand Bleifuß. Der Vorsprung ist angewachsen. Die Frage ist, wie lange können wir jetzt noch fahren, bevor der nächste und letzte Wechsel kommt hier im Saisonfinale. Acht von 12. 12 Runden werden hier gefahren. Na gut. Also ein bisschen bekommen wir offenbar noch. Ich schätze mal, dass der Wechsel dann irgendwie so Mitte Runde 9 stattfinden wird. Uiuiui, verdammt. Da ist es jetzt ziemlich weit hinausgegangen. Das hat jetzt Zeit gekostet. Das sind wahrscheinlich solche Fahrfehler, die die Weltmeisterschaft entscheiden werden. Solche Kleinigkeiten. Hausgemachte Probleme. Ich hoffe nicht, dass es so einen Defekt entschieden wird. Das wäre, glaube ich, das Bitterste, was passieren kann, wenn die WM durch einen technischen Defekt entschieden wird. Also das, nee, das bitte, das muss nicht sein, Freunde der Nacht. Aber gut, wir haben es nicht in der Hand. Wir können es nicht steuern. Das obliegt dem Programm, ne? Also wenn das Programm sagt, so, du hast jetzt Motorschaden, Pech gehabt, ja, dann kann ich nichts machen. Das ist dann echt Pech. Aber ich hoffe, dass wir davon verschont bleiben, sondern dass wir es hier ehrlich auf der Strecke ausfahren kommen. Und wie bereits angekündigt, der Wechsel in Runde 9. Ja, der letzte Wechsel, Rudi Rennsemmel, ich wünsche dir alles Gute, aber ich versuche jetzt trotzdem, dich zu kriegen. Ihr habt es beide verdient, Weltmeister zu werden. Aber es kann nur einer werden. Es kann nur einen geben, ne? Wie bei Highlander. Es kann nur einen geben. 2-1 und Übernahme Bertrand Bleifuß auf dem Weg zur Unsterblichkeit? Fragezeichen. Und ich sag mal, wenn du Formel 1 Weltmeister bist, dann bist du eigentlich unsterblich. Das kann dir niemand mehr nehmen, so ein Formel 1 Titel. So, 5 Sekunden. 5 Sekunden. Wir haben 3 Runden Zeit, um 5 Sekunden zuzufahren. Oh mein Gott. Und zu überholen, das kommt auch noch hinzu. 5 Sekunden, das ist ein Brett. Und das davon ist eine Überrundung, oder was? Oder ist er das schon? Nee, das kann doch gar nicht sein, dass er das schon ist. Muss fast eine Überrundung sein. Ich habe davon auf jeden Fall 2 Autos gesehen. Nee, das ist er. Das ist er, das ist Rudi Rennsemmel. Dann dürften wir relativ bald in Schlagdistanz sein. So, wir gehen gleich über Start und Ziel. Dann sind es noch 2 Runden, die wir zur Verfügung haben. Und das wird verdammt knapp, Freunde. Das wird verdammt knapp. 5 Sekunden waren es vorhin. 1.19.2. Nochmal was draufgepackt. 3,2 Sekunden. Oh mein Gott, der Puls geht in die Höhe, der Puls geht in die Höhe, liebe Freunde. Ihr könnt da wahrscheinlich ganz entspannt euch zurücklehnen. Aber bei mir da, ja, mir geht gerade ein bisschen die Düse. Weil ich auch nicht möchte, dass ich es herschenke. Ich möchte es nicht wegschmeißen. Und ich möchte ein faires Finale. So, da sind wir jetzt definitiv zu weit weg, um ihn hier noch zu holen. Definitiv. Aber wir sind dran. Jetzt kommen Überrundete noch ins Spiel. Oh mein Gott. Das Quäntchen Glück entscheidet jetzt wahrscheinlich, wer Weltmeister wird. Ui, mein Gott. Böser Fahrfehler, zum Glück kein Dreher. Wenn jetzt die Überrundeten hier das Zünglein an der Waage sind, das wäre ja Wahnsinn. Weil das kostet natürlich auch Zeit. Und wir sind dran, Freunde, wir sind dran. Letzte Chance. Allerletzte Chance hier. Und hat jetzt natürlich bei Bertrand Bleifuß aus meiner Sicht fast einen kleinen Vorteil, weil er eben zuletzt fahren darf, oder weil wir ihn zuletzt fahren dürfen. Und wir sind dran und wir haben die lange Gerade, ne? Und wir wissen, dass wir auf der Gerade schneller sind. Wow, was ist denn das, Freunde?
Nein! Was ist das? Was ist denn das? Habt ihr das gesehen, ey? Unglaublich. Jetzt entscheidet so ein Vollpfosten. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so salopp formuliere, aber so ein Vollpfosten. Heinz-Harald Frenzen, ja, okay, das passt. Entscheidet die Weltmeisterschaft, indem er sich so selten blöd anstellt beim Überholen. Ja, unglaublich. Den hätten wir noch locker gekriegt, den Rudi Lenzsemmel. Ey, was geht denn hier ab? Was ist denn das für ein Scheiß? Ja, da könnt ihr mich jetzt aufregen. Da könnt ihr mich jetzt aufregen. Sabalot. Verdammte Axt. Den hätte ich noch gekriegt. Das ist jetzt echt bitter. Das ist jetzt echt bitter. Also wenn das nicht für böses Blut sorgt. Aber gut, das Thema ist durch. Ach, ist das jetzt ärgerlich. Ist das jetzt ärgerlich, Freunde. Den hätten wir noch gekriegt. Wenn der Heinz-Harald Frenzen nicht gewesen wäre, dann hätten wir den gekriegt. Dann wäre Bertram Bleifuß Weltmeister geworden. In dieser verrückten Konstellation. So werden wir es nie erfahren, ob tatsächlich hier in GP2 die Anzahl vierter Plätze berücksichtigt worden wäre. Na gut, sei es drum. Minus eine Runde. Eine Frechheit. Damon Hill nicht abgeschlossen. Er ist rausgeflogen. Trotzdem war es ein tolles Rennen, ein spannendes Rennen. Beste Rundenzeit 1:18,6. Rudi Lenzsemmel. Streckenrekorde. Ja, müssen wir, glaube ich, auch nicht großartig schauen. Nigel Mansell damals. Ja, auf Pole gefahren. Habe ich ja schon erwähnt. Ja dann, liebe Freunde, wir blicken auf die Fahrermeisterschaftstabelle. Rudi Lenzsemmel mit 95 Punkten. 95 Punkte war damals verdammt viel. Darf man nicht vergessen, es gab ja nur 10 Punkte für den Sieg. Heute sind 95 Punkte eigentlich gar nichts. Dahinter mit 8 Punkten Rückstand Bertram Bleifuß. Also Glückwunsch ihr zwei. Eine tolle Saison gefahren. War spannend. Auf Platz 3 David Coulthard mit 85 Punkten. Also wir konnten es tatsächlich noch wahr machen. Platz 1 und Platz 2. Ich habe es nicht mehr für möglich gehalten, aber im letzten Rennen der Saison haben wir es hingebogen. Michael Schumacher auf Platz 4 mit 52 Punkten. Hat Damon Hill nochmal gut distanziert um 11 Punkte. Und dann kommt Joao Alesi im ersten Ferrari. Ja, na hier nochmal vielen Dank fürs Mitfahren, aber naja, muss man glaube ich nichts mehr zu sagen. Die Konstrukteurstabelle, Konstrukteursmeisterschaft, 182 Punkte für LaRousse Ford, meilengroßer Abstand zu Williams auf Platz 2 mit 126 Punkten. Benetton hat die Ferrari, ja, platt gemacht, das war Michael Schumacher alleine, also von Jos Verstappen kam hier herzlich wenig bis gar nichts, eher gar nichts. Aber gut, Freunde, hier dieses Saisonergebnisse nochmal auf einen Überblick. Ich denke, wir haben hier als Team relativ stark dominiert. Wir haben fast alles gewonnen. San Marino haben wir nicht gewonnen. Wir haben Frankreich nicht gewonnen. Wir haben Deutschland nicht gewonnen. Wir haben Italien nicht gewonnen. Aber ansonsten haben wir alle Rennen für unser Team entschieden. So, das war's, liebe Freunde. Saisonergebnisse, ja, hier könnten wir jetzt nochmal zurückspringen. Aber, liebe Freunde, das war's. Das Let's Play zu Grand Prix 2, dieser Retro-Perle aus dem Jahre 96 von MicroProse, ist zu Ende. Hat Spaß gemacht, mal wieder diese alte Perle zu zocken. Ich sage an euch herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr hattet genauso wie ich ein spannendes Saisonfinale hier auf unserer, ja, auf unserer letzten Rennstrecke Adelaide, die ja nicht mehr im Formel-1-Kalender ist. Ich bedanke mich, ich wünsche euch was. Wir sehen uns hoffentlich wieder. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Macht's es gut. Und Servus!